Moin Leute, mein Name ist Daniel und das hier ist die Interview-Session Nummer 1, nenne ich es einfach mal. Alter Fuchs, neues Feld. Ich hatte ja gestern am Montag, Datum genau weiß ich gar nicht mehr, 23. genau, habe ich einen Post, habe ich was gepostet auf meiner Facebook-Seite und habe gesagt, ey, pass auf, habe ja schon ein paar Interviews gemacht, zum Beispiel das in der Juice, was gerade rausgekommen ist, und auch ein paar andere mit Visavi zum Beispiel. Und auch viele mehr. Und ja, das ist auch alles schon ganz cool gewesen. Aber letzten Endes habe ich mir gedacht, ey, pass auf, die echt geilen Fragen, die müssten doch eigentlich von den wirklich geilen Leuten kommen, nämlich von den Fans, beziehungsweise von der Fanbase, beziehungsweise von Leuten, die einfach mal gucken wollen, was geht eigentlich so bei mir. Und ich habe ja auch gemerkt, es sind viele Fragen auch schon jetzt im Rahmen der Kampagne zu meiner Platte sind ja schon aufgetaucht. Viele Props, die ich bekommen habe. Danke dafür nochmal an dieser Stelle an alle Leute, die das feiern, was ich jetzt mache und den neuen Weg feiern. Aber auch ein paar Stimmen, die halt sagen, ey, ist nicht so mein Ding. Und vieles auch dazwischen. Was machst du eigentlich? Warum? Wie geht's dir? Was erwartet uns? Was erwartet mich live, wenn du da am Start bist? Und so weiter und so fort. Und das sind irgendwie die geilen Fragen und die wollte ich jetzt einfach mal beantworten. Und zwar werde ich das Ganze ein bisschen kürzer halten und dafür vielleicht mehrere Teile machen, damit das jetzt nicht so ellenlang wird. Nehmt es mir nicht übel. Meine Online-Promoterin meinte schon so, ey, Dennis, nicht länger als 3 Minuten. Das schaffe ich nicht. Als Hamburger brauche ich auf jeden Fall pro Frage mindestens 3 Minuten. Das heißt, ich werde jetzt nicht alle Fragen beantworten können, werde aber auf jeden Fall noch auf alle wichtigen Fragen eingehen und das dann wahrscheinlich in mehreren Teilen. Okay, ich fange jetzt mal an und schau mal, was so ging und geht auf meiner Seite bezüglich der Fragen, die ihr an mich habt. Und da geht auch schon auf jeden Fall einiges. Danke für euer Feedback und danke, dass ihr mitmacht. Das finde ich derbe cool. Es macht auf jeden Fall Spaß. Das merke ich jetzt schon. Und auch die Fragen sind ganz geil. Ich fange einfach mal mit einer extrem wichtigen Frage an, die auch sehr zukunftsweisend ist und sehr, sehr bedeutungsschwanger. Und zwar von Ana dos Santos. Und sie fragt mich, Daniel, hast du immer die gleichen Socken an oder ist das ein 100er-Pack? Da geht es, glaube ich, um die meine Huff-Socken, HUF geschrieben. Das sind Cannabis-Socken. Die feiere ich auf jeden Fall extrem ab. Und natürlich ist das dieselbe Socke, die ich schon vor vier Monaten getragen habe. Sprich, die war am Anfang, glaube ich, weiß, die Socke. Dann wurde sie mit der Zeit grün. Und mittlerweile ist sie halt schwarz. Und ja, ich repräsente gerne alles, was mit Cannabis zu tun hat. Ich finde, es ist auch ein Statement. Und dieses Statement trage ich dann auch gerne mehrere Monate an meinen Füßen. Das an dieser Stelle zu dieser Frage. Von Huff sind die Socken, wie gesagt, HUF geschrieben. Geht auf jeden Fall einiges. Ist keine Promo. Ich kaufe mir die Dinger einfach so. Ich feiere das einfach. Okay, dann was haben wir hier noch? Lass mich mal schauen. Bla bla bla, also von mir jetzt als Antwort. Ah ja, hier, Farhad Sabari, Farhad wahrscheinlich, der Nachname, weiß ich nicht, wie das ausgesprochen wird, Sabari, fragt mich Folgendes. Es kommt mir vor, als ob die neuen Rapstars dich nicht wirklich respektieren würden, obwohl du meiner Meinung nach Gold wert bist für Hip-Hop. Langweilt es dich nicht? Danke erstmal, Farhad, an dieser Stelle für die Props. Nehme ich sehr, sehr gerne an und freue mich auch extrem drüber. Muss aber auch unbescheidenerweise sagen, dass wenn man coolen neuen Scheiß macht, dann darf Eigenlob auch ruhig stinken. Und das tut er bei mir immens. Ich habe auf jeden Fall Bock auf den Sound, den ich gemacht habe und feiere das halt auch. Was ich zu deiner Frage zu sagen habe, ist Folgendes. Es interessiert mich nicht, ob mich irgendjemand respektiert oder nicht, sofern ich mich selber respektiere. Ich kann extrem entspannt in den Spiegel schauen und alles, was ich da sehe, ist genau das, ist ein Gegenüber, das den Erwartungen entspricht, die ich an mich selber habe, musikalisch wie menschlich, und dementsprechend geht es mir gut. Und ja, mit dem Hip-Hop heutzutage ist das eine schwierige Sache. Hip-Hop ist sehr large geworden und sehr, es gibt halt einen Mainstream, Hip-Hop-Mainstream, der mich nicht so richtig zeckt.
der mich nicht so richtig bekommt. Und ich glaube, das ist einfach so, dass heutzutage Menschen auch Hip-Hop hören, nicht alle, aber auch Hip-Hop hören, die früher keinen Hip-Hop gehört haben. Und diese Menschen sind mittlerweile sogar in der Mehrheit. Da gibt es halt viele, die einen anderen Geschmack haben, nach meinem Empfinden vielleicht auch keinen Geschmack haben, aber das sei mal dahingestellt. Und Leute, die so eine Musik machen oder hören, interessieren sich nicht für mich und ich interessiere mich nicht für sie. Dementsprechend ist mir das egal, ob ich von solchen Leuten, egal ob es jetzt Macher oder Konsumenten sind, respektiert werde oder nicht, weil mir deren Meinung nicht einen Cent wert ist. Okay, kommen wir zur nächsten Frage. Ich beeile mich so ein bisschen, damit es nicht zu lange dauert und ihr jetzt nicht irgendwie einschlaft, während ich hier euphorisch die Fragen beantworte. Und ich glaube, ich gehe mal rüber von der Daniel-Seite kurz auf die Beginner-Facebook-Seite und schau mal, was da so ging. Da habe ich das Post nämlich auch aufgemacht, da habe ich auch nochmal gefragt, Leute, was denkt ihr eigentlich so, beziehungsweise habt ihr Fragen an mich, darum ging es mir eigentlich eher. Und da sind auch ein paar geile Fragen. Wie gesagt, es gibt einen zweiten Teil, vielleicht auch noch einen dritten. Und da schaue ich nochmal. Bla bla bla. Ah, hier, habe ich dich letztens beim Joggen im Tiergarten gesehen, fragt Jeff Ma. Ja, das kann sehr gut sein, ich gehe oft laufen. Für mich hat das was Selbstreinigendes. Wenn ich laufen gehe, dann ist das wie wenn ich den Kopf aufräumen würde. Ich lasse einmal los, lasse einfach alles geschehen und denke nicht so viel nach, bin einfach irgendwie eins mit der Natur. Klingt sehr esoterisch, ist auch wirklich so. Und ja, habe einfach mal ja, frische Luft, Natur, schwitz was aus, lass was raus. Da geht es mir gar nicht darum, extrem schnell zu sein oder sowas. Wahrscheinlich hast du mich zweimal oder dreimal überholt in der Zeit, als ich da gelaufen bin. Aber mir geht es halt eher darum, ganz relaxed einfach ja, einfach den Kopf aufzuräumen und frische Luft einzuatmen und mit dem Körper Gassi zu gehen quasi. Das heißt, Tiergarten, da bin ich öfter, weil ich wohne ja mittlerweile in Berlin, wie ihr wisst. Und auch nicht so weit weg vom Tiergarten. Das ist halt sowas Ähnliches wie in Hamburg der Stadtpark, also einfach ein großer Park mit viel Natur. Und dementsprechend triffst du mich da, wenn du mich nerven willst. Okay, jetzt aber wirklich die letzte Frage. Ich gehe nochmal zurück auf meine Facebook-Seite. Guck, da waren nämlich auch in den privaten Messages auch noch was am Start. Und das ist dann die letzte Frage für heute. Nächste Woche geht es dann weiter. Von Pfarcht Likes You. Und der fragt, nervt es eigentlich immer an Bambule gemessen zu werden oder überwiegt nach wie vor das Gefühl von Stolz, Geschichte geschrieben zu haben? Und das ist ein sehr, sehr schönes Thema. Danke für diese Frage an dieser Stelle. Und ich versuche jetzt mal diesen Streit ein bisschen zu schlichten, der auch teilweise aufgekommen ist, mit den Hardlinern, wie ich sie nenne, um nicht Hängengebliebene zu sagen, weil das habe ich mit Humor, das habe ich mit Witz und mit einem Augenzwinkern gesagt, aber kam nicht so gut an bei den Leuten, verständlicherweise. Es gibt halt Menschen, die halt diesen alten Sound wollen, den sie über Jahre gehört haben, das kann ich auch verstehen, aber den kann ich im Hier und Jetzt nicht mehr bieten. Ich kann nur eine ähnliche Absicht an Kunst und Flash und Lyrik und Liebe zur Musik bieten und eine ähnliche Qualität, aber mit einem anderen Sounddesign. Das ist das, wofür ich mich entschieden habe. Das ist Denyo 2015 und da steckt mehr Bambule drin, als ihr vielleicht im ersten Moment raushören könnt. Trotz Autotune, wobei es kein Autotune ist, sondern gepitchte Vocals, die ich halt wie Samples benutze. Aber das sei mal da ganz dahingestellt. Es nervt mich nicht. Ich bin dankbar. Ich bin dankbar für Bambule. Ich bin dankbar für meine Band. Ich bin dankbar für all den Support, den ich innerhalb von meiner Band, von Jan, DJ Matt, Matthias Arfmann, von Dynamite Deluxe, von den Leuten von früher bekommen habe, von den Leuten von heute, von den Fans. Und weiß das sehr zu schätzen und ich feiere dieses Album, ich liebe es und ich lebe auch bis zum gewissen Punkt davon und das finde ich auch alles schön. Das heißt, ich empfinde ein Gefühl von Stolz, Geschichte mitgeschrieben zu haben, aber das bedeutet nicht, dass sich diese Geschichte immer wiederholen muss. So, und dass ich jetzt irgendwie ein Sklave dieser Geschichte bin oder
ein Diener dieser Geschichte, sondern ich schreibe Geschichte immer wieder neu. Und so schließt sich hoffentlich für euch jedenfalls gedanklich ein Kreis, dass ihr mich vielleicht besser versteht, warum ich neue Wege gehe. Dabei versuche ich wirklich auf Qualität zu achten. Ich würde mich voll freuen, wenn ihr dem Album eine Chance gibt. Wenn ihr es nicht macht, auch okay, aber ich würde mich drüber freuen. Steckt sehr, sehr viel Fleiß, Arbeit und Herz drin und hat nichts mit einem Kommerzversuch oder sowas zu tun, weil dann, liebe Freunde, hätte ich ein Boom-Bap-Album gemacht, was so klingt wie Bambule. An dieser Stelle alles Beste euch. Bis zum nächsten Mal. Ich werde auf jeden Fall einen zweiten Teil machen mit den vielen Fragen und werde die auf jeden Fall auch noch alle beantworten. Macht's gut und auf jeden Fall muss ich jetzt hier erstmal den Ausknopf finden. Wo ist der? Da. Haut rein. Bis bald. Peace.